So, also es gab jetzt die Idee, sich noch mit der Aufgabe 24 auseinanderzusetzen. Da geht es so um das Thema Ersatzwiderstand. Und die werden wir jetzt in der Zeit vermutlich nicht so ganz vollumfänglich lösen, aber zumindest mal so die grobe Idee diskutieren, wie man an solche Aufgabe herangehen kann. Und ich male die mal genauso wie im Aufgabenheft auf. Also da gibt es oben eine Klemme A. Und gleich ist die Tafel auch trocken, dann sieht man das wieder hoffentlich ein bisschen besser, was ich hier so zeichne. Und dann gibt es auf jeden Fall einen Knotenpunkt. Und da kann sich der Strom aufteilen und kann über zwei Widerstände fließen. Und die haben auch Namen, die heißen alle R. Aber ich gebe denen jetzt mal feste Namen. Ich nenne die mal R1 und hier drüben R3, weil hier drunter unter dem Widerstand R1 gibt es noch einen Widerstand R2. Und unter dem Widerstand R3 gibt es noch einen Widerstand R4. Und dann kann der Strom hier unten wieder zusammenfließen zu einem weiteren Knotenpunkt, der mit einer Klemme B verbunden ist. So, und das, was diese Schaltung jetzt so schön macht und so interessant und so spannend ist, dass es einen weiteren Widerstand gibt, der hier zwischengeschaltet ist. Und den nenne ich jetzt mal R5 und den könnte man auch Brückenwiderstand zum Beispiel nennen, weil das hier, ja, oder weil das so eine klassische H-Brücke ist, wie so ein Buchstabe H und weil der hier eben diese beiden Zweige überbrückt. So, und was jetzt bei der Aufgabe eben gesucht ist, schreibe ich mal hier noch so hin, gesucht ist der Ersatzwiderstand, so wie das da oben steht, zwischen den beiden Klemmen AB, also der Widerstand RAB. So, und wenn man jetzt mal so auf die Schaltung drauf schaut und 5 Minuten darüber nachdenkt, was fällt einem dann auf? Das ist alles Scheiß. Ja, das sind Sterne. Also, was haben wir bisher kennengelernt, um Ersatzwiderstände, Gesamtwiderstände auszurechnen? Reihenschaltung und Parallelschaltung, das ist das, was wir in der vorherigen Aufgabe auch genutzt haben. So, genau, wenn man jetzt mal hier so scharf drauf schaut, ja, und ich halte mal diesen Widerstand hier zu, dann sieht das ja erstmal gar nicht so schlecht aus, weil man denken könnte, okay, der und der, die sehen schon irgendwie in Reihe aus und der, die sehen auch irgendwie in Reihe aus und dann sind diese beiden Zweige da eben parallel. So, ja, ist aber nicht so, also weil die sind nicht in Reihe geschaltet. Wenn die wirklich in Reihe geschaltet wären, ja, würde ja durch die exakt der gleiche Strom durchfließen, passiert aber nicht. Weil hier kann ja Strom in der Mitte abfließen oder dazufließen, hier drüben genau das Gleiche. Also die und die sind auf jeden Fall nicht in Reihe. So, jetzt könnte man, selbst wenn man den Widerstand R5 jetzt hier nicht zuhält, könnte man ja so auf den ersten Blick draufschauen und sagen, naja, dieser und dieser hier, die sehen ja irgendwie parallel aus. Ja, und die sehen auch irgendwie parallel aus. Aber was ist denn das Kennzeichen einer Parallelschaltung? Also, dass die Spannungen die gleichen sind. Also, wenn ich was parallel geschaltet habe, sollte über beiden Parallelzweigen die gleiche Spannung abfallen. Ja, bei einer Reihenschaltung habe ich exakt den gleichen Strom, bei einer Parallelschaltung habe ich exakt die gleiche Spannung. So, und ich habe hier nicht die gleiche Spannung, weil es kann ja einen Spannungsabfall hier in der Mitte geben. Also dieser Widerstand R5, der macht alles kaputt. Ja, das ist so das schwarze Schaf in der Familie, der macht hier nur Ärger, ja, in diesem Schaltbild. Also wenn der nicht da wäre, wenn ich hier einfach einen Leerlauf hätte, gar nichts, nehmen wir es total einfach, hätte ich die beiden in Reihe, das parallel, fertig, kein Problem. Wenn ich sagen würde, dieser Widerstand ist ein Kurzschluss, wäre es auch kein Problem, hätte ich den und den parallel, den und den parallel und diese beiden Zweige in Reihe, auch fertig, kein Problem. Ja? Aber der macht alles kaputt. Der macht eben, dass die nicht parallel sind, diese nicht parallel, diese nicht in Reihe sind. Da ist nichts, in dieser Schaltung ist nichts zu niemandem parallel und kein Widerstand zu irgendeinem anderen in Reihe. So, naja, und jetzt brauchen wir so ein paar, jetzt brauchen wir eben andere Ideen und Strategien. Im Vorfeld haben wir schon kurz, während ich hier noch meine Technik aufgebaut habe, ein paar Sachen diskutiert. Und zwar haben wir alle dieselben Widerstände, also fällt über alle Widerstände. Genau. Dieselbe also in der Aufgabe, wir machen mal so einen Sonderfall. Ja?
also wenn wir den seltenen Sonderfall hätten, dass hier R1 gleich R2 gleich R3 gleich R4 gleich R5 ist und diese Widerstände sind alle gleich groß und in der Aufgabe sind das zum Beispiel 10 Ohm. So. Also die Widerstände sind jetzt zufälligerweise alle gleich groß. Was könnte man dann argumentieren? Wir haben diese Spannungsabteilung bei R1 und R3. Haben wir eine Potentialdifferenz zwischen den beiden, wo er angeschlossen ist? Genau. Genau. Also wenn diese Widerstände alle gleich groß sind, dann könnte ich mir hier so eine Symmetrielinie denken. Ja? Und könnte diese beiden Seiten tauschen. Und da würde sich überhaupt nichts an der Schaltung ändern, weil ja diese Widerstände alle gleich groß sind. So, und wenn diese beiden Seiten gleich groß sind, dann muss das Potential an diesem Punkt und das Potential an diesem Punkt eben auch gleich sein. So, und wenn das Potential an diesem Punkt hier gleich ist, dann habe ich auch keinen Spannungsabfall über diesen Widerstand. Und ich habe auch keinen Strom, der durch diesen Widerstand durchfließt. Und dann ist es auf einmal wieder total einfach, weil wir ja gesagt haben, okay, wenn es hier keinen Spannungsabfall gibt, dann ist ja die Spannung hier und hier gleich. Dann habe ich wieder eine Parallelschaltung von den beiden. Ich habe wieder eine Parallelschaltung von den beiden. Ich kann einfach die Summe ausrechnen. So, oder ich könnte auch sagen, wenn hier kein Strom fließt, weil ich keinen Potentialunterschied habe, dann sind ja die in Reihe geschaltet, sind die in Reihe geschaltet, dann habe ich die Reihenschaltung der Parallelschaltung. So, und also in dem Fall würde eben rauskommen, RAB, ja, ich könnte jetzt so rechnen, dass ich eben sage, das ist R1 parallel R3 plus R2 parallel R4. Oder ich könnte auch genauso rechnen, R1 plus R2 parallel zu R3 plus R4. So, und ja, wie auch immer ich das rechne, wenn ich das auf diese Art und Weise rechne, ich habe 10 Ohm parallel zu 10 Ohm, sind 5. So, ich habe nochmal 10 Ohm parallel zu 10 Ohm, sind nochmal 5 Ohm. Ja, also kann ich ausrechnen, kommen da 10 Ohm raus. 5 plus 5 sind 10 Ohm. So, und hier habe ich 10 Ohm plus 10 Ohm sind 20 Ohm. Und dann habe ich hier drüben nochmal 20 Ohm und 20 Ohm parallel zu 20 Ohm sind auch 10 Ohm. Also wie rum ich auch immer das jetzt rechne, in dem Fall, da kommen eben wieder 10 Ohm raus. Und wie man sieht, auch im Prinzip vollkommen unabhängig davon, wie groß der Widerstand R5 ist. Also den Widerstand R5 könnte ich hier oben aus der ganzen Nummer hier auch eigentlich irgendwie ausklammern und sagen, sei es egal, ob der jetzt 0 ist, ob der ein Kiloohm ist, ob der ganz klein ist oder sehr groß, der ändert ja nichts an dieser Symmetrie. Ja, also den könnte ich aus dieser Symmetriebetrachtung rauslassen. In der Aufgabe ist der jetzt zufälligerweise auch 10 Ohm groß. Okay, so, also für diesen Sonderfall könnten wir das so machen. So, genau, jetzt könnten wir uns so Sonderfälle anschauen. Also nehmen wir das mal Sonderfall 1, ja. So, jetzt wäre so ein Sonderfall 2. Also wenn R5 eben viel, viel größer ist, das soll mal sein, R5 ist viel, viel, viel größer als R1 oder R2 oder R3 oder R4. Ja? Also sagen wir mal so, die sind alle irgendwie im Ohmbereich und der ist im Kilo-Ohm-Bereich oder sowas. Ja? So, dann habe ich eben ein paar Ohm hier, ein paar Ohm hier, ein paar Ohm hier, ein paar Ohm hier und hier ein Kilo-Ohm. So, und das heißt, da fließt kein Strom und wenn da kein Strom fließt, dann kann ich wieder diese Formel hier nutzen. Ja? Also dann würde hier rauskommen, RAB ist jetzt näherungsweise ebenso groß wie R1 plus R2 parallel R3 plus R4, die Formel, die wir da oben schon mal hatten. So, genauso könnte ich sagen, als dritten Sonderfall, wenn R5 jetzt
viel, viel kleiner ist als die. Ja? Also ich habe hier ein Kilo, ein paar Kilo Ohm, ich habe hier ein paar Kilo Ohm, hier ein paar Kilo Ohm, hier ein paar Kilo Ohm. Und jetzt habe ich dazwischen eben nur ein Ohm oder ein paar Ohm. Dann ist ja dieser Widerstand gegenüber den anderen quasi wie ein Kurzschluss. Ja? So, und dann haben wir gesagt, okay, wenn das ein Kurzschluss ist, dann habe ich hier keinen Potentialunterschied, keinen Spannungsabfall, dann sind die quasi parallel geschaltet, die quasi parallel geschaltet und das beides in Reihe. Also kann ich in dem Fall genau diese erste Näherung hin nutzen und sagen, RAB ist eben näherungsweise so viel wie R1 parallel R3 und das Ganze in Reihe zu R2 parallel R4. So, das sind so die Sonderfälle, die mir jetzt spontan einfallen, wo man irgendwie was machen kann. Also ich will nicht ausschließen, dass es noch ein paar andere gibt, aber ja, also man könnte sich auch überlegen, wenn die beiden viel, viel, viel kleiner sind als jetzt die anderen, naja gut, dann fließt der ganze Strom hier lang, dann kann ich, ne, und also kann man sich noch irgendwie so ein paar andere Sonderfälle überlegen. Aber wenn man jetzt mal sagt, hier R5 ist der Böse, wir gucken uns an, R5 ist sehr groß, R5 ist sehr klein gegenüber den anderen oder die sind alle gleich groß, dann kann man da jeweils mit den Formeln was machen. So, und jetzt muss es ja aber trotzdem noch irgendwie eine Möglichkeit geben, das so richtig, richtig zu lösen und korrekt zu lösen und genau auszurechnen. So, und da gibt es dann einen Trick, der wurde mit Sicherheit bestimmt noch nicht in der Vorlesung besprochen, aber den kann man natürlich, wenn man so in der Wikipedia recherchiert oder mal in einem Buch nachliest, finden. Und das ist Stern-Dreieck-Transformation. Also Variante 4, ja, allgemein, wir machen eine Stern-Dreieck-Transformation. Man kann auch Stern-Dreieck-Transformation das Wort aufschreiben, aber ich habe hier nicht so viel, meine Buchstaben für heute sind schon aufgebraucht. Also wir sagen zum Beispiel das hier, das ist ja ein Stern von drei Widerständen. Und wenn ich jetzt den Stern von drei Widerständen umforme, ich kläre das jetzt mal hier so drüber, ja, und mache jetzt daraus ein Dreieck, also ein Widerstand hier und ein Widerstand hier, dann siehe da, die beiden sind parallel, fällt ja absolut die gleiche Spannung über den ab, die beiden sind parallel, die Zweige sind dann in Reihe und parallel dazu ist noch dieser hier. Dann kann ich das auf einmal wieder mit reiner Rein- und Parallelschaltung lösen. Ja? Funktioniert. So. Na, jetzt wird es ein bisschen wild. Genauso könnte ich auch sagen, also auch vollkommen allgemein kann ich eine Dreieck zu Sternentransformation machen. Und für jetzt nehme ich eben als Dreieck, da kann man sich vorstellen, wenn ich diese beiden originalen Widerstände hier oben so ein bisschen zusammenziehe, dann habe ich ja schon ein Dreieck. Also ich mache jetzt mal gepunktet, ja, also das wäre jetzt hier mein gepunktetes Dreieck oder mein gestricheltes Dreieck, diese drei Widerstände und aus denen mache ich jetzt einen Stern. Also ich hätte hier einen Widerstand, hier einen Widerstand, und hier ein Widerstand. Und dafür wäre eben der weg, der weg, der weg. Ja? So, und dann ist das auch wieder total einfach. Jetzt wäre dieser und dieser Originale in Reihe, dieser und dieser Originale wäre in Reihe. Die beiden Zweige sind jeweils zueinander parallel und dazu kommt der noch in Reihe dazu. Ja, und jetzt könnte ich das auf die Art und Weise genauso rechnen. Und der, genau, also aus den drei Widerständen, ja, die sind in einem Dreieck, da mache ich jetzt diesen Stern draus.
Und dann ist der weg, der weg, der weg und dann bleiben nur noch die und die und die über. Aber welchen setze ich wofür ein? Ja, und ich meine dann, also diese Stern-3-Transformation, da hast du dann nochmal Formeln, die dir eben sagen, aus den drei Widerständen in dem Dreieck werden die drei, also das sind nicht exakt die gleichen Widerstände. Ja, die muss ich natürlich neu ausrechnen dann. Also hier hinter verbergen sich Formeln, wie ich aus einem Dreieck einen Stern und aus einem Stern ein Dreieck mache. Und die Transformationsregeln habe ich jetzt, also bräuchte ich jetzt auch 5 Minuten, um mir die irgendwie aufzuschreiben oder herzuleiten. Aber die, ich sag mal so, im Normalfall hat man die jetzt auch nicht mal so eben im Kopf. Die guckt man auch nach. Skript, Wikipedia, was auch immer. Besser nicht ChatGPT fragen. So, und also genauso könnte ich jetzt auch, ne, wenn ich nochmal auf den Fall 4 schaue, ja, könnte ich auch sagen, hier, das ist auch ein Stern, den könnte ich eben genauso in ein Dreieck umwandeln. Also ich könnte das hier drüben als Stern nehmen oder das als Stern oder ich nehme eben das hier oben als ein Dreieck oder das hier unten als ein Dreieck, wandle das um, ja, weil ich ja trotzdem immer noch diese Symmetrie habe. Also wenn ich einen Stern finde, aufgrund der Symmetrie werde ich einen zweiten Stern finden, wenn ich ein Dreieck finde, werde ich ein zweites Dreieck finden. So. Und dann die 6. Variante, die es noch so gibt, ist, ich nehme eben irgendein Netzwerkberechnungsverfahren. Schreibe ich mal auf. Zum Beispiel Knotenspannungsanalyse. Und mit Knotenspannungsanalyse oder Maschenstromanalyse oder Zweigstromanalyse werden wir uns auch noch beschäftigen, so zum Ende dieses Semesters hin. Und naja, das sind eben so Verfahren, wo ich versuche, wieder auch dieses elektrotechnische Problem, sagen wir mal, in ein mathematisches Problem zu überführen und dann dieses mathematische Problem zu lösen. Also ich beschreibe das Netzwerk durch ein Gleichungssystem, löse dieses Gleichungssystem. Und dann kriege ich alle Ströme und Spannungen raus im Gleichungssystem. Und wenn ich alle Ströme und Spannungen habe, dann kann ich natürlich auch wieder sowas wie so einen Ersatzwiderstand ausrechnen. So. Und das ist, naja, also für diese Aufgabe ist das so ein bisschen mit sehr großen Kanonen auf sehr kleine Spatzen schießen. Aber wenn man das eben einmal verstanden hat, ist das ja universell. Ja, also das kann ich dann auch für ganz andere und vielleicht noch kompliziertere Schaltbilder als das hier eben anwenden. Und es gibt noch, und das vielleicht so als abschließenden Satz und als abschließende Idee, es gibt noch diese schöne Aufgabe, was haben wir vorhin geguckt, 29 oder so mit dem Widerstandswürfel, welche Nummer hat die? Oder 28? Oder 30? Die 29, ja. Also es gibt eine schöne Aufgabe, 29. Ich habe einen Würfel und an jedem der 12 Kanten dieses Würfels ist ein Widerstand und zum Beispiel der Strom fließt unten links vorne in den Würfel rein und oben rechts hinten aus dem Würfel raus und wie groß ist der Ersatzwiderstand, den dieser Würfel dann bildet. So. Und da ist auch so, solange diese Widerstände alle gleich, also man kann das in ein Schaltbild umzeichnen, stellt man auch fest, das Schaltbild sieht so ähnlich aus wie das, bloß viel komplizierter, weil da ja 12 Widerstände drin sind und gefühlt ist da auch keiner zu keinem parallel und in Reihe. Ja? Und dann kann man eben, wenn die Widerstände alle gleich groß sind, was bei dieser Würfelaufgabe zunächst mal der Fall ist, kann man da auch wieder ganz viel Potenzial, Symmetrie, Gleichheit und so nutzen. Und kann das irgendwie vereinfassen und sagen, hier ist eigentlich ein Kurzschluss, da ist eigentlich ein Kurzschluss, so, zack, bumm. Naja, und wenn die dann eben nicht gleich groß sind, dann bleibt einem bei dieser Würfelaufgabe eigentlich nur das hier unten über. So. Und dann, wenn man das mal macht, das ist dann Aufgabe, weiß nicht, 84, 86, irgendeine der ganz späten Aufgaben im Aufgabenheft, wenn man das mal macht, stellt man eben fest, der Initialaufwand, der ist eben relativ groß. Ne? Ich muss erstmal ziemlich viel Gehirnschmalz da reinstecken, dieses Gleichungssystem aufzustellen, was jetzt irgendwie diese Schaltung beschreibt. Aber wenn ich das einmal habe, dann ist das total einfach zu sagen, oh, jetzt nehme ich mal eine andere Ecke, wo der Strom rein und raus fließt. Oh, ich nehme nochmal eine andere Ecke. Da ändert sich praktisch überhaupt gar nichts an, fast gar nichts an dieser Formulierung hier, weil ich habe ja einmal dieses Gleichungssystem aufgestellt, einmal die Gleichung beschrieben, einmal das Netzwerk beschrieben, ja, und dann schließe ich da einfach die Quelle anders an. So, und wenn ich das aber
Aufgabe 29 Weg mache, bin ich jedes Mal beschäftigt, wieder eine halbe Stunde lang irgendwie das Schaltbild aufzuzeichnen, wieder neu zu überlegen, wo ist denn jetzt hier eine Potential- und Symmetriegleichheit und so. Ja, also das sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, aber der Aufwand lohnt sich. So ein bisschen wie bei LaTeX. Ja? So die Einstiegshürde ist hoch, aber dann it pays off on the long run. Da gibt es noch eine Frage. Kann ich noch mal sagen, bei 25 von 3 zum Stern? Ja. Also wir haben das hier oben als ein Dreieck genommen, R1, R3 und R5. Ja. Und dann ist da dieser blau gestrichelte Stern rausgekommen, der wieder diesen Punkt und diesen Punkt miteinander verbindet mit eben 3 Sternwiderständen. Ja? Und dann ist das ist ja wieder kein Problem, die sind in Reihe, das parallel und der ist in Reihe und dann kann man das wieder ohne Probleme lösen. Und wie gesagt, die Firmelchen hier, die müsste man dann mal noch, aber das machen wir auch nochmal irgendwas anderes dann in der Übung, so später im Laufe des Semesters. Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt, an der Stelle darüber nachzudenken, dass es eben, es gibt so Schaltungen, wo man mit rein und Parallelschaltung nicht weiterkommt und sich noch irgendwas anderes Schlaues in Bezug zur Elektrotechnik überlegen muss.